Hi und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Letztes Mal haben wir den Gedankenschneider-Dungeon gemacht. Und ich bin jetzt ins Dorf des Swerbnevely zurückgekehrt, um ein paar Sachen zu verkaufen. Dabei ist mir aufgefallen, die ganzen Kuotoa-Bolzen, die ich so schön aufgesammelt habe, weil ich mir einen dicken, fetten Payday davon versprochen habe, sind alle überhaupt gar nichts wert. Anscheinend sind die gegen die Genfer Konventionen oder sowas und niemand will sie anfassen. Aber das heißt, wir können die alle wegwerfen. Ich hatte mir tausende Goldmünzen versprochen für jeden dieser Gegenstände. Und für heute habe ich auf dem Plan, ich würde gerne die Betrachter machen. Ja, die südlichen Tunnel, da haben wir schon den Eingang gemacht, aber keinen älteren Augentyrannen oder was auch immer wir da suchen, gefunden. Von daher müssen wir da wohl tiefer eindringen. Und das würde ich auch sowieso machen wollen. Ich will gucken, dass ich meine Magier so weit vorbuffe, dass sie einen kleinen Kettenzauber können und einen großen Kettenzauber. Ich weiß nämlich nicht, ob das zusammen gleichzeitig funktioniert. Manchmal geht das, manchmal geht es nicht. Ansonsten werden wir die Mordekains hier mal loswerden und auf projiziertes Ebenbild umsteigen. Ja, projiziertes Ebenbild, Zauberauge und dann ist mein Plan, meine Magierin mitzuschicken mit ein paar Skeletten, die wir beschwören. Und so hoffentlich die Chance auf meinen eigenen Tod zu verringern. Schutz vor magischer Energie wäre auch noch so ein Zauber, den könnte man... den könnte man mal mitnehmen. Machen wir ruhig zweimal. Wir brauchen auch ein Zauberschild, das schützt wohl vor dem Antimagiestrahl der Betrachter. Zumindest vor dem der normalen Betrachter. Und vielleicht auch Immunität gegen Zauber. Ja, vielleicht auch das, genau. Nehmen wir das mal mit. Habe ich eine Ablenkung? Ich habe auch eine Ablenkung mit Nira. Dann probieren wir das doch mal so zusammen aus. Und dann Todeswolken. Todeswolken kann ich mir immer noch so als Notfalllösung vorstellen, wo Dorn auch reinlaufen kann mit seinem Gegengift-Amulett. Das ist ja eine ganz coole Strategie normalerweise. Auf der Stufe 4 haben wir ein Zauberauge, das soll auch reichen. Ja, ich will auf nichts anderes verzichten, aber hier werden wir ein bisschen radikaler Kahlschlag treiben und ein paar mehr Schädel fallen lernen. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Ja, auf der 2 haben wir Spiegelbilder, verschwimmen. Ja, ich denke, das passt im Großen und Ganzen. Und auf der 1, gut, da braucht Nira auf jeden Fall die beiden magischen Geschosse für den Kettenzauber gleich. Ansonsten finde ich Nahals super. Hier verlernen wir auch mal identifizieren. Okay. Die Melfs magischen Meteoriten. Ja. Halte ich nicht für besonders sinnvoll bei den Betrachtern, weil projizierte Ebenbilder können die nicht einsetzen und die werden auch schnell gebannt. Von daher verlernen wir die jetzt gerade wieder. Zumindest bis auf einen. Dann hat jede von den beiden drei oder beziehungsweise vier Schädelfallen. Das finde ich eine gute Sache. Okay, dann ab ins Bett mit uns. Ja? Ich möchte keine Unterhaltung. Genau. Ich möchte einfach nur schlafen. So, uns geht's gut. Okay, ja, perfekt. Okay. I'm ready. Stein heute. Yes? Und dann versuchen wir mal einen kleinen Kettenzauber dazu zu fügen. Das geht tatsächlich. Ja, das ist ja super, oder? Jetzt haben wir einen kleinen und einen großen. Heißt das, dass auch der Stufe 8 Kettenzauber funktionieren würde? Ich glaube schon. Da haben wir natürlich Möglichkeiten jetzt. Mittel und Wege, wie ich immer so schön sage. So. Unsere Zauberbücher habe ich mir jetzt nicht angeguckt, also die von den Klerikern. Das machen wir vielleicht jetzt doch nochmal in einem Nachgang. Ja, und hier... Ach, weiß ich nicht. Bleiben wir aber, glaube ich, bei Nahals, gewagte Hexerei. Aber dann kann ich ja fast den Kettenzauber hier verlernen.
Wenn wir schon viel rasten, ja, dann rasten wir jetzt auch wirklich viel. Geheimes Wort habe ich noch gelernt. Das könnte man tatsächlich auch benutzen gegen eine der stärkeren Betrachtervarianten. Die machen ja auch Schutzzauber. So, aber jetzt gucken wir erstmal bei Vikonia. Was haben wir denn gegen Betrachter am allerliebsten? Skelette natürlich, ja. Skelette, Skelette, Skelette. Dann buffen wir uns. Und wir brauchen unbedingt. Halt, stopp. Wir brauchen unbedingt Hast. Wenn wir Skelette beschwören, brauchen wir Hast. Die kann man nämlich gehastet reinschicken, dann sind die noch viel besser als ohne Hast. Ansonsten machen diese Betrachter Nekromantie-Schaden quasi. Da kann ich als Kleriker allerdings nichts dagegen tun. Außer ich benutze sowas wie Schild der Archonen. Die können festhalten. Dagegen müsste ich was haben. Lähmung aufheben. Das hat der Bracket ein paar Mal oder zumindest einmal gelernt. Ja, ich glaube fast, wir können eigentlich nur hier die chaotischen Befehle rausnehmen. Vielleicht mal sowas wie gerechte Magie einbauen. Vielleicht sogar zweimal. Ne, warte mal, das ist nicht gerechte Magie. Gerechte Magie hat nämlich den tollen Vorteil, dass wir da maximalen Schaden machen mit jedem Angriff. Das könnte ich mir vorstellen, auch mit der Schleuder zu benutzen. Chaos-Schild ist schon ziemlich gut, ja. Okay, gucken wir bei dir, Vikonia. Also, du hattest Genesung, was ich nicht eingesetzt habe. Auf der Stufe 5 verlernen wir auf jeden Fall einmal chaotische Befehle und lernen einmal Tote erwecken. Das kann man im Notfall immer mal dabei haben. Ich hoffe zwar nicht, dass wir das brauchen. Aber garantieren kann ich das auch nicht. So, und dann wäre natürlich Regeneration cool, aber das wird so schnell gebannt werden, das braucht man nicht zu machen. Vielleicht ist dann eher ein Symbol der Betäubung, was angesagt ist. Oder jetzt endlich mal ein Tor. Ja, komm, jetzt ein Tor. Jetzt können wir es machen. Jetzt haben wir die Mittel und Wege dafür. Schon wieder Mittel und Wege. So, dann hätte ich nochmal gerne ein Zimmer. Ich bin genauso unhöflich wie vorher. Gar kein Problem für mich. Und dann findet mal euren Weg bitte in den Süden hier. Wir klatschen jetzt ein paar Betrachter. Gut, wenn dann alle eingetrudelt sind, hinein mit euch. Ihr Der müsst Eingangsbereich eure ist ja Gruppe frei. erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Das hatte mich ja letztes Mal schon gewundert. So, Hexert, nimm mal einen Schritt nach vorne. Ich Wir haben ja stehe letztes euch Mal schon zu gesehen, wie ein paar Drow gegen Betrachter sehr erfolgreich gekämpft Scharf hält haben. meine Hand. Wenn das weiterging, müssten die Betrachter eigentlich alle tot sein hier. Und nur noch ein paar Drow müssten hier übrig sein. Und die können wir ja selbst mit unseren normalen Kämpfern alle erschlagen. Aber schauen wir erstmal, ja, da ist ein Drow. Da sind. Ach so, ihr wart zu viert oder fünft und habt den armen Betrachter zwischen euch zerhackstückelt. Okay, was mache ich gegen so viele Drow? Der Sieg wird unser Das, sein. was wir immer Ja, machen, oder? Kalis. Frontalangriff. So, jetzt haben wir fünf von euch. Das ist schon mal ganz großartig. Abil? Ja, Abil, ganz genau. Dann Sagt Rezitation. mir, was zu tun ist. Und Gebet. Hätte ich vielleicht in einer anderen Reihenfolge machen sollen. Aber so ist es jetzt. Oh ja, es gefällt mir aber auf jeden Fall. So, ich muss auch unbedingt meinem guten Dorn, wo ist mein Winterwolfsfellbeutel, Belm in die Hand geben. Er hatte jetzt seinen ersten Punkt in Zwei-Waffen-Kampf. Das heißt, sein ETB0 von minus 5 und seine, lasst mich schauen, 5 halbe Angriffe verändern sich, wenn ich Belm ausrüste, zu einem ETB0 von minus 3 auf der Haupthand und einem grottigen ETB0 von 5 auf der Nebenhand, weil er mit Krummsäbel nicht umgehen kann und mit zwei Waffen nicht richtig umgehen kann. Aber dafür hat er jetzt 9 halbe Angriffe. Und davon sind
7 halbe Angriffe mit der Haupthand. Also das lohnt sich schon. Das lohnt sich schon jetzt. Es sieht halt gruselig aus hier. Aber wir lassen das mal so ausgerüstet. Damit ist er nämlich jetzt endlich ein Damage-Dealer, der Bracket wahrscheinlich sogar überlegen ist. Ja, wenn ich mir das so angucke, wenn ich die Zahlen hier vergleiche, macht er eigentlich schon mehr Schaden als ich. Das geht nicht. Das ist nicht erlaubt. Du kannst doch nicht mehr Damage machen als dein Vorgesetzter. Aber nein, ich bin ein guter Gruppenanführer. Ich freue mich, wenn meine Leute besser sind als ich. So, und Thema besser als ich. Ihr kommt jetzt mal alle mit. Ich hoffe, das bringt was. Geht mal mit zu Hexer da oben. Bracket kann ja vielleicht anfangen. Oder sowieso. Der Typ ist der Vorrent. Okay. Die stecken schon mal gut ein. Und ich kann auch schnell wieder abhauen. Dann locken wir euch zu den Skeletten. Und lassen ansonsten die KI ihr Ding machen, würde ich sagen. Ja? Okay, läuft. Ja, ich glaube, da haben wir kein Problem mit. Dorn steckt zwar ganz schön ein, aber der teilt auch aus. Ja, wir teilen hier alle ganz gut aus. Die Draupanzer waren auch überraschend wenig wert. Also, ich wusste, dass die wenig wert sind, aber die waren irgendwie 150 pro Kettenhemd wert. Und das ist nun wirklich nicht viel. So, aber jetzt gucken wir erstmal, was ihr hier habt. Dorn hat ja jetzt mittlerweile Platz im Inventar. Oh, ihr habt ganz schön viel Zeug. Nehmen wir mal alles mit. Das sind Prunkanisch. Ein paar hundert Goldmünzen sind ein paar hundert Goldmünzen. Und ich tue die auch gerne unidentifiziert erstmal da rein. Ja, machen wir das doch. Das schadet eigentlich nicht. Räume ich später auf. Versprochen. Wie oft habe ich das als Kind gesagt, ne? Und nicht gemacht? Ja? Viel wichtiger wäre die Frage, wie oft habe ich das gemacht als Erwachsener und nicht gemacht? Naja. So, erstmal heilen wir Dorn. Komm, Dorn. Lass dich mal heilen. Die Buffs sind noch drauf. Wir müssen uns beeilen. Schauen wir doch erstmal, wo die nächsten Betrachter hier sind. Ah, eine Stockmutter. Okay, das ist so eine Art Betrachter, auf die habe ich total keine Lust. Aber gut, was soll man tun? Skelettfreunde, ihr kommt mal nach vorne. Und wenn das heißt, dass ich Vikonia nach vorne stellen muss, dann tue ich das. Auf geht's. Genau das gleiche gilt für meine Magierin, denn mit denen will ich ja jetzt hier ein bisschen Rambazamba machen. Wir werden jetzt hier einmal projiziertes Ebenbild mit beiden Magierinnen zaubern. So, jetzt sind meine Magierinnen festgewurzelt und ich habe hier diese wunderschönen Duplikate. Die jetzt, die können jetzt natürlich hier wunderbar Buffs verteilen. Ja, das ist schon praktisch. Schutz vor Energie, mal bitte auf meine beiden Kämpfer. Los, Buck ist aus. Dann könntet ihr verbesserte Hast auf die beiden zaubern, das schadet ja auch nicht groß. Wir könnten auf jeden Fall mal Zauberimmunität gegen, ich würde sagen, wir nehmen da einfach mal Nekromantie. Weil Nekromantie ist das, was den Schaden macht bei den Betrachtern. Ja, machen wir also gegen Nekromantie und Simon. Ist was los? Und dann knallen wir einen Zauberschild obendrauf. I'm ready. Na komm, Zauberschild bitte. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange alles hier. So, du hast einmal Hast. Das würde ich natürlich hier den Skeletten gerne geben. Zeit aufzubrechen. Und dann kannst du die verbesserte Hast vielleicht nochmal der Hexert geben. Die irgendwo da vorne steht, okay? Und schwupps bin ich weg. Okay, okay. Ihr seid meine beiden Duplikate. Ihr seid meine beiden Duplikate. Okay, kommt mal mit. No one here but us shadows.
Geh mal bitte du zu der Stockmutter und guck mal, was die so tut. Los, spuck es aus. You are lucky, easy enough, if you know what you're doing. Die kann eventuell nämlich einen Todeszauber. Okay, magisches Geschoss macht die. Na dann, rein da mit euch. Der Sieg wird und Ikonia kommt mit. Und meine beiden Damen kommen auch mit hierher. Vikonia ist wichtig für das Sichtfeld. Und meine beiden Damen sind wichtig für Todeswolken, würde ich mal sagen. Auf geht's. Auf geht's. Ihr beide könnt auch mal hierher kommen. Ihr könnt ihn nämlich dann wegknallen. So, das war Nira. Todeswolke. Ihr könnt keine weiteren Kreaturen beschwören. Was heißt das denn, bitteschön? Gut, machen wir nochmal größeres Unbehagen da unten rein. Da kommt die zweite Todeswolke. Okay. Dann gleich die dritte Todeswolke, bitte. Dorn? Du kannst ja mal den Anti-Betrachter-Schild in die Finger nehmen. Der auch irgendwo drin liegt, richtig? Ach, verdammt. Vorbereitung ist das halbe Leben, bekanntermaßen. Und ich glaube, der könnte hier in dem nimmervollen Beutel sein, den im Moment... Ach, den hast du im Moment, okay, ja. Dann sollte das ja ein kleines Problem nur sein, ja. Weil dann kann Dorn da unten mal rantreten. Ready for anything. Erstmal machen wir noch eine Todeswolke. Zeit aufzubrechen. Und Imowen kann dann... Ach, mach mal Spiegelbilder. Gucken wir mal, wie es läuft mit der Stockmutter. Es läuft eigentlich ganz gut. Er hat ja immerhin... Oh, Todesstrahl, Kriegerskelett. Achso, jetzt hat Dorn natürlich kein reflektierendes Gedöns mehr. Laufen wir mal ein Stück weg. Also der Stockmutter geht es eigentlich ganz gut noch. Aber wir haben ja magische Geschosse. Theoretisch haben wir sogar Schädelfallen, aber ich habe Angst, dass dann meine Dame hier, meines Kriegerskelette, sich das dann anders überlegen mit mir. Komm mal her, Dorn. Die müssen mal auf die Stockmutter hauen hier, bitte. I'm ready. Okay, okay. Und dann greifen wir weiter an. Ja, Dorn, komm, geh mal da rein. Guck mal, dass du... Oh Gott, oh Gott. Okay. Hier geht's jetzt ab. Dorn, lauf vielleicht ein Stück weg. Wir müssen mit meinen Magierinnen, glaube ich, noch ein Stück näher ran. Und dann doch irgendwie Schädelfallen versuchen. Vielleicht doch nochmal von hier. Geht mal da hinten rum. Okay, Dorn hat eventuell das Schild verloren. Ja, Dorn hat das Schild verloren. Die haben uns das Schild geklaut. Und da steht Hexat. Okay, Hexat steht da. Das ist, macht sie gut. Kommt ihr mal hierher? Wir nehmen uns jetzt die kleinen Typen von hinten vor. Okay, Stockmutter ist tot, oder? Die Stockmutter ist hinüber. In meiner Version habe ich auch nicht die Kettenzauber meiner Hauptcharaktere, also meiner ungeklonten. Auf geht's. Das ist schon mal interessant zu wissen. Aber ich kann jetzt von hinten zumindest mit den ganzen Schädelfallen draufhauen. Oh, Zauber wirkungslos. Aber ich habe irgendwie einen Lightning Ice Dog destroyed. Okay, nächste Schädelfalle. I'm ready. Und du auch. Beziehungsweise wilde Magie. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, glaube ich, auf den Klonen. Deswegen machen wir das mal mit wilder Magie. Dafür ist sowas ja genau da. Okay, das war Immons Schädelfalle. Ist was los? Dann knallen wir mit Immon noch eine Schädelfalle rein. Gerne auch weiter vorne.
Und mit dir machen wir natürlich wieder mehr wilde Magie. Auch gerne weiter vorne. Kuh. Jetzt fällt eine Kuh vom Himmel. Das ist auch gar nicht mal so schlecht. Okay, die fiel auf Vikonia anscheinend. Habe ich nicht mitgekriegt. So, du Duplikat. Kannst auch nochmal was zaubern? Komm, bring den Betrachter um. Du hast keine wilde Magie mehr. Also ich muss mehr wilde Magie mit dir lernen. Aber da kommt immer uns Schädelfalle. Sehr schön. Okay. Gehen wir mal mit dir ein bisschen weiter da rein. Ich brauche Sicht. Wie viele Leute sind hier noch da? Okay, okay. Und worauf muss ich schießen? Wir schießen nochmal jeweils eine Schädelfalle da unten hin. Okay, meine Typen sind weg. Meine Klone sind verschwunden. Da ist Baldurans Schild. Ja, das kannst du aufheben. Oh ne, meine Klone sind noch da. Aber eventuell nicht mehr lange. Und wo kommt ein magisches Schwert her? Ah, meine Klone machen aber noch was. Und jetzt sind sie weg. Scheiße. Ich stehe euch zu Diensten. Aber auch okay. Komm mal mit hoch, komm mal mit hoch. Vielleicht ist ja jetzt der Moment gekommen, da reinzugehen. Wir geben erstmal den Schild zurück. Der hat sich ja dann doch ganz gut bewährt bei Dorn. Und ich kann theoretisch ja wieder meine zwei Magierinnen mitnehmen und mehr da unten loslassen. Aber gucken wir erstmal mit Dorn. Gucken wir erstmal mit Dorn in der Todeswolke, was da vor sich geht. Vielleicht sollte der auch den ein oder anderen Unsichtbarkeitstrank trinken. Kostet ja nichts. Sorgt aber erstmal dafür, dass er nicht gesehen wird. KI dann bitte aus, sonst fängt er ja an und macht gleich wieder Stress mit den Leuten hier. Okay, da haben wir ältere Betrachter. Zeit aufzubrechen. Kommt ihr beide mal her. Das sind ganz schön viele noch. Ja, schön. Aber wir haben diesen großen Kettenzauber mit dreimal Schädelfalle. Und den haben wir zweimal. Das war Imoen. Okay, okay. Damit gehst du. Das war Nira. Oh, natürlich immer die Stufe gesenkt, aber naja. Gucken wir mal, was jetzt hier passiert. Ja, was jetzt hier passiert, ist Massensterben. So muss das sein. Okay. Wen haben wir noch übrig? Da ist noch ein magisches Schwert. Ansonsten. Okay, der ältere Betrachter. Das Amulett. Ein Teil des Ausgleichers? Ich glaube, wir sind so ziemlich fertig mit diesem Dungeon, ne? Das Skelett kann sich gerne mit dem anderen da bekämpfen. Warte mal, Dorn. Was passiert hier? Paranormale Beherrschung. Ach, hier sind Gedankenschinder. Hm. Ja, ich glaube, hier gibt es eine Handvoll Gedankenschinder drin. Die beherrschen anscheinend die Gauts. Okay, mach das halt mal. Also so ganz alle Monster haben wir noch nicht. Eventuell teleportieren die sich dann auch zu uns, sobald der Moment dafür gekommen ist. Da müssen wir mal aufpassen. Und wenn ich sage aufpassen, dann meine ich, wir müssen uns ruhig mal mit chaotischen Befehle schützen. Gerade meine zwei Frontmänner. Ach so, Dorn ist unsichtbar. Wie ihr wünscht. Gut, er könnte was aufheben gehen, ne? Das bringt ihn, macht ihn wieder sichtbar. Andererseits gucke ich dann vielleicht doch lieber nochmal hier oben rein. Ich kann speichern, ja? Ja, sehr schön. Nutzen wir die Unsichtbarkeit von Dorn noch aus, um so viel wie möglich zu erkunden und vielleicht noch ein paar starke Betrachter zu finden, die nicht herbeigekommen sind. Hier oben, ja. Okay. Das ist auch nochmal eine Handvoll.
Die Gedankenschinder machen die Gauts unten kaputt. Da habe ich jetzt auch im Moment kein Interesse dran, mich einzumischen. Gedankenschinder kennen wir uns ja aus. Oh, ihr seid auch nochmal so zwei. Und da kann ich mich nicht durchquetschen. Ah, da ist noch einer. Also viele, viele, viele Betrachter noch. Gucken wir hier hinten. Da ist bestimmt auch noch jemand drin. Ja. Okay. Also so ganz einfach wird das nicht. Wir sind noch lange nicht fertig. Das mit den Gedankenschindern nervt mich aber. Das muss ich zugeben. Da hätte ich jetzt gerne schon ein bisschen ein Ende von. Ja. So, du bist jetzt sichtbar, oder? Ja. Dann kann Vikonia dir helfen. Jetzt habe ich meine zwei ganz gut geschützten Krieger hier. Dann gucken wir doch mal, was die Gedankenschänder da unten sagen. Ich würde ganz gerne... Ja, okay, die sind total betäubt. Die sind dauerbetäubt. Die werden also in nächster Zeit dann sterben. Nee, wir haben kein Problem, Dorn. Wir beide haben nur noch Lösungen. Ich warte. What would you have me do? Ihr bufft euch jetzt erstmal. Und dann überlege ich, was wir machen. Machen wir nochmal zwei Skelette hierher. Ja, eigentlich müsste da runter. Und ich muss meine beiden Magierinnen... Ach komm, Dorn. Dorn wollte nicht aus dem Weg gehen. Ich muss meine beiden Magierinnen auf jeden Fall mit chaotischen Befehle schützen, falls die Gedankenschilder hier rein teleportieren. So, ihr greift jetzt erstmal den Gedankenschilder da unten an. Das sollte ganz gut funktionieren. Aber ich glaube, die sind alle auf einer Seite, kann das sein? Schauen wir mal. Passen wir auf. Das kann ja eigentlich nur gut ausgehen. Dorn. Ja, ihr habt den umgebracht. Jetzt töten wir den einen Gaut und dann töten wir alle anderen Gauts. Und dann machen wir uns Gedanken, warum wir die ganzen anderen Gedankenschinder nicht mehr sehen. Aber im Moment stört mich das gar nicht. Nee. Im Moment komme ich damit klar. Ah ja, da oben. Okay, Detonation. Ballistischer Angriff. Flügelchen! Für ein bisschen Schadensreduktion. Ja, und ich glaube, Dorn macht jetzt deutlich mehr Schaden. Okay, der reist zu mir. Das soll ein Fehler gewesen sein. Ja! Gut gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. Hier unten? Ach, da sind noch mehr Betrachter. Todestyrannen, zwei Stück. Okay, ich weiß schon, warum ich das mit den mit dem projizierten Ebenbild gelernt habe. Das ist ja ganz fürchterlich notwendig. So, kommt mal alle her. Wir gehen jetzt hier so ein bisschen offensiv vor und stellen uns mal hier in die Mitte. Hier war noch ein einzelner Betrachter. Sag mir, ich bin dabei. So, ich brauche... Nee, Schutz vor bösem Hammer anscheinend alle noch. Ich mache jetzt mal der Vikonias Level ab, ja, komm. Du levelst so wunderschön schnell. Und das gibt Rettungswürfe, meine Güte. Und, ein Zauber des ersten Grades und einen des zweiten. Bist du gerade Level 3 geworden, oder was? Aber was soll man einer Klerikerin auch noch geben? Stufe 7 Zauber, ja, das wäre was. Und Tor, Tor. Ja, ich hatte es ehrlich gesagt schon wieder vergessen. Schande auf mein Haupt. I'm ready. Aber ja, wir haben ja Tor. I am ready. Easy enough, if you know what you're doing. Schaffe ich die jetzt einfach so, den ersten Betrachter da? Also hier waren noch zwei, da hinten waren noch ein paar, hier oben waren noch einige.
Wir haben schon noch viel zu tun. Los, spuck es aus. Ja, ich würde sagen, projiziertes Ebenbild ist angesagt. So, das war Nira. Das war Imogen. Ja, verstanden. Schutz vor magischer Energie. Ready for anything. Und auch noch einmal Schutz vor magischer Energie. Was? Wieso hast du einen Zauberspruch verloren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Okay, alles gut. Dann würde ich schon sagen, verbesserte Hast könnt ihr nochmal verteilen. Ist was los? Und dann würde ich sagen, macht ihr wieder das hier. Nekromantie. Zauberschild. I'm ready. Zauberschild. Okay, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Spiegelbilder ja. Könnte eigentlich auch nochmal wirken. Das schadet ja nicht. Ich mag Magier. Ich mag Magier sehr. So, jetzt habe ich auch Ressourcen für ein Zauberauge. Okay, okay. Und was könntest du dann noch machen? So, als Ausgleich. Ja, gut. Hexard kann tatsächlich nochmal verbesserte Hast nehmen. Ich mache sie jetzt auch sichtbar, ja. Da ist mein Zauberauge. Sehr, sehr schön. Ja, Abil? Viele Leute habe ich ja jetzt nicht beschworen, aber ich sollte ja trotzdem ein bisschen buffen. Und dann könnte ich das Zauberauge ja schon mal vorschicken. Okay, das muss gar nicht so weit gehen. Auf geht's. Okay, okay. Ja, Imogen kann nach da oben. Du kannst nach da oben. Und die zwei Kriegersklette, die können eigentlich mal angreifen, ja. Das sieht doch ganz vernünftig aus. Wir schießen mal mit magischen Geschossen auf den Betrachter. Das sollte ihm doch wehtun, ja. Das tut ihm auch weh. Der zwickt jetzt meine Skelette. Da kommt noch einer. Lass mal gucken, ja, da schießt noch einer. Das ist natürlich... Oh, okay, da unten. Ja. Geht doch mal vor. Meine beiden Magierinnen kommen mit hinterher. Okay, da ist ein zweiter. Vielleicht bauen wir wieder so eine Todeszone hier unten auf. Mit Todeswolken. Okay, ich war ein bisschen zu offensiv, glaube ich. Komm mal hier hoch, Dorn. Weil die wollen jetzt natürlich hier auch mein Zauberauge. Okay, und du bist betäubt. Versteinert sogar. Okay. Das war's dann wohl für dieses Abbild hier. Und mein Zauberauge habe ich selbst getötet durch meine eigene Todeswolke. Okay. Naja gut, man lernt dazu, finde ich. Ja? Mann, ich nicht, aber irgendwer wird schon was lernen. So, das heißt, du musst wieder herkommen und ein bisschen in die Welt hineingucken. Wir haben ja jetzt meinen versteinerten Freund hier. Oh, der schon mal einen Angriff abgefangen hat, ja, aber auch nur einen. Und dann kann ich mit Nira ja doch nochmal irgendwelche bösen Zauber da reinzaubern. Über... zum Beispiel Abedalzims abscheuliche Austrocknung. Ja, klar. Über nahezu gewagte Hexerei. Ich meine, was ist das Schlimmste, das passieren kann? Dass der Zauber genauso funktioniert, wie er soll. Ja, genau. Und dann stirbt dieser Betrachter. So muss das sein. Dorn? Komm mal bitte nach vorne. Wir können einmal mit Viconia Brakatal heilen, damit der einsatzfähig ist und bleibt. So, die Skelette stehen da ganz gut drin. Ich brauche jetzt allerdings ein bisschen mehr Kanonenfutter, oder? Irgendwer soll noch in die Todeswolke kommen. Du zum Beispiel, kommst du mit?
Der hat gleich antimagischen Strahl eingesetzt und kommt hinterher, ja, kommt hinterher, sehr schön. Komm mal in die Todeswolke, mein Freund. Okay, das ging schon mal gut. Da ist er. Wo sind meine beiden Skelette? Die machen gar nichts. Und Dorn hat den Schild noch? Dorn hat den Schild noch, okay. Sehr schön. Dann versuchen wir das doch nochmal mit der Abidal-Zims. Ja, das ist jetzt hier die Macht der Magier. Der wilden Magier sogar. Kampfbereit, das ist nicht das, was ich wollte. Dann machen wir doch lieber eine Schädelfalle. Bären in meiner Tasche. Oh, okay, so langsam wird's albern. Nächster Zauber. Und auch letzter Zauber. Aber wir probieren es nochmal mit einer Schädelfalle. Und dann muss ich so langsam meine anderen Leute hinzuziehen. Zum Beispiel Dorn. Ja, Dorn, geh da mal. Geh gleich rein. Wenn die nächste Schädelfalle kommt oder nicht kommt, geblendet. Wen hast du geblendet? Dich selbst. Da hinten. Okay. Das hat ja nicht gut funktioniert. Dann machen wir normale Magie. Aber das ging. Ja, das ging. Okay. Immun ist auch wieder da. Und den Betrachter... Oh. Wollte gerade sagen, den Betrachter kriegen wir noch. Ja, den kriegen wir auch, aber... Dorn muss da raus. Dorn muss da raus. Das Schild ist irgendwie weg. Ja. Das liegt jetzt hier irgendwo am Fußboden. Lauf mal weg, lauf mal weg. Wir brauchen jetzt wieder Buffs. Was haben wir denn im Moment noch? Wir haben noch Gebet. Okay. Wir brauchen Buffs und wir müssen da rein. Sagt mir, was zu tun ist. Ja, Brake, das tut mir leid. Ich warte. Ach, da sind die beiden Kriegerskelette. Der Sieg wird ja, unser so wird sein. Ein Schuh da draus. Ist was kein Problem. What'll it be? Simple and surge free. Ja. Aber trotzdem, wir gehen da jetzt mal rein, heldenhaft, wie wir sind. Ja, sehr guter Schlag. Nimm dir den Schild. Und dann hau den nächsten um. Alles weg, alles weggebannt. Ach, dieser antimagische Strahl ist schon eine Bitch. Komm mit her. Hier kommt bitte auch mit her. Da unten geht's weiter, älterer Betrachter. Was hat er getan? Magische Schwerter beschworen. Okay, der Moment ist gekommen, wo ich laufe. Du machst bitte diesen Stein hier, damit die unsichtbaren Leute sichtbar werden. Und wir brauchen meine beiden Magierinnen. Die können einmal hier Schädelfallen hinwerfen. Das hilft gegen die magischen Schwerter. Das hilft gegen alles. Oh Gott, die magischen Schwerter sind aber mir hart auf den Fersen. Ich kümmere mich drum. Sagt mir, ist schon geschehen. Hat das jetzt überhaupt irgendwem Schaden gemacht? Hihi, da macht's bald Schaden, ja. Aber nein, hat es nicht. Oh, ich hasse das. Na gut, auf den ältesten Betrachter da hinten. Los, spuck es aus. Die Schwerter müssen wir dann irgendwie anders fertig machen. Tja. Weiß aber nicht genau wie. Der Betrachter da unten hat eingesteckt. Okay, das ist gut. Ich glaube, wir ignorieren die Schwerter erstmal. Greift ihr mal den Betrachter da unten an. Der ist dem Tode nahe. Genau, den kriegt ihr tot. Ja, sehr schön. Ohne großen Aufwand zu betreiben. Ich stehe euch jetzt werft ihr auf den Betrachter da oben. Yes. Alle Mann, bitte. Ihr habt es so gewollt. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ah, okay. Funktioniert nicht. Der hat sich irgendwie geschützt. Auf geht's. Das sind halt die älteren Betrachter. Okay. Bresche, bitte. Von Nira machen wir einmal magische Geschosse auf so ein magisches Schwert. Ja, das kriegen wir umgebracht dann. Dauert eine Weile. Okay, Immun konnte nicht zaubern anscheinend.
Antimagischer Strahl eventuell? Ja, ich glaube, du hast noch diesen Debuff hier, ne? Ne, hast du Schutz vor Magie, ja, genau. Ready for anything. Dann musst du eben den älteren Betrachter debuffen. You are going somewhere. Sag mir, was wir brauchen auf jeden Fall die Lebenspunkte hier. Ich warte. Ja. Das ist wichtig, dass wir volle Lebenspunkte haben, dass der Betrachter uns nicht einfach so umbringen kann. Na komm. Da kommt die Bresche. Jetzt, oder? Jetzt kriegen wir ihn tot. Bitte alle nochmal angreifen. Zeit aufzubrechen. Du... Ihr könnt euch auf mich verlassen. Hast du gut gemacht. Sehr gut. Schutz vor Magie ist weg, ja. Dann auf das magische Schwert Nummer 1. I'm ready. Und auch von dir bitte einmal. Sagt mir, was soll ich tun? Ja, Todeszauber wäre auch noch eine Option natürlich. Ja. Aber da habe ich jetzt nicht dran gedacht. So. Und für ein Schwert machen wir das nicht. Da laufen wir lieber ein bisschen durch die Gegend hier. Nein, hau doch nicht mein schönes Skelett. Ich habe nicht mehr so viele davon. Okay. Also hier lang? Komm, bring es um. Ja, Emon, du bist ein Held. That's it? Wir sind allesamt Helden, würde Minsk sagen. Und er hätte recht. Ja, er hätte sowas von recht. So, dann schauen wir mal, was wir jetzt hier erreicht haben. Hier unten sind ja doch einige gekommen. Hier haben wir einen rausgelockt. Vielleicht ist dieser Raum hier unten ja jetzt auch leer. Eventuell gebe ich auch Hexer die Haststiefel. Wenn ich mir das so angucke, dann dauert mir das nämlich alles zu lange, wenn sie sich hier bewegt. Okay, ja, das haben wir leergeräumt. Wir haben auf jeden Fall hier unten noch diese beiden Augentyrannen, die Todestyrannen, die beiden älteren. Und eventuell... Gott, oh Gott, ich will den Überblick. Hier oben da drin, da wird auch niemand gekommen sein. So, aber wir haben uns jetzt hier diesen Schatz da oben verdient. Ja, da können wir jetzt ran. Eine Goldmünze. Das wäre doch gar nicht notwendig gewesen. So, hier haben wir Gauts und einen Betrachter. Das könnte noch ein einfacher Raum sein. Los, spuck es aus. Sure. Gucken wir mal, was habe ich denn noch? Also, du hast ein Abbild mehr. Du hast aber noch ein projiziertes Ebenbild. Ja. Dann her damit. Ja, das ist es. Ich kann dann von hier vielleicht noch da einen Zauber schießen. Na toll. Der Sieg wird unser sein. Ist was los? Es ist alles großartig. Alles wird gut. Nira, ich muss dich immer aus der Gruppe rausnehmen, eigentlich, bevor du was machst. Das muss ich noch lernen. Manchmal wird das eben passieren. Komm. Ja, verbessert hast. Ist schon mal angekommen. So, dann nehme ich dich hier in die Ecke, hinter Hexert. Wenn Hexert es nicht sieht, dann siehst du es auch nicht. Und dann machen wir das wie folgt. Wir fangen mit einem ganz langen Zauber an. Und zwar entweder Abidalzims oder die flammende Wolke. Wenn die flammende Wolke funktionieren würde, wäre es natürlich großartig. Dann nehmen die richtig Schaden und auch richtig lang. Aber ich glaube, ich bin eher für den plötzlichen Schaden. Ja, der plötzliche Schaden, der gefällt mir besser. Okay. Aber der Zauber wurde gewirkt, oder? Ich hoffe es. Dann probieren wir das nochmal. Ja! Kabumm! Sie haben auf jeden Fall auf den Sack gekriegt. Und da kommt der nächste. Edelsteine. Ach, scheiße. Dann doch einen kürzeren Zauber. Komm, Schädelfalle. Auf dass der Gaut stirbt. Bevor ich... Stille? Aber ich kann auch ohne zaubern, weil ich habe ja das Amulett der Macht an. Aber ich glaube, jetzt ist sie hier. Sie hat auf jeden Fall Schaden genommen. Aber sie ist nicht antimagisch irgendwie beschädigt. Ich denke, wir haben eine gute Chance, wenn wir da jetzt reingehen. Ja, du auch.
Du hast im Moment auch genau die Schadensausrüstung, sag ich mal, an. Sag mir, was zu tun ist. Dann nehmen wir dich doch und fangen die Gauts hier an der Engstelle ab. Naja, gut, geh mal rein. Da ist der Betrachter. Komm her. Der Betrachter hat natürlich den antimagischen Strahl schon wieder auf mich gewirkt. Das ist natürlich schlecht. Ich habe noch Schädelfallen mit Mira. Ja. Knallen wir eine drauf. Was war das? Unsichtbar. Mira. Sagt mir, was zu tun ist. Ich mag zwar, wenn man dich nicht sieht, aber das war was anderes, ja? Okay. Angriff. Es ist soweit. Wir regeln das jetzt über Schaden. Ja. Und es funktioniert. Ja, das bisschen, was die jetzt hier mit ihren Nekromantie-Zaubern machen können, das können wir denken. Ich kümmere mich drum. Okay. Alles ist gut. Wir sind Vollprofis. So, das hier. Ist viel mehr, als ich vermutet hatte. Schön. Und da haben wir das Symbol Furcht. Okay, was auch immer das jetzt, warum ich das so sage, weiß ich nicht. Ja. Viel Bedeutung hat das nicht. So, was ist hier drin? Ach, das Grünstein-Amulett. Sagt mir, was zu tun ist. Ich bin bereit. Dann müssen wir hier runter, wo die Gedankenschinder waren, weil ich glaube, das hier ist jetzt der letzte Raum, sofern nicht hier noch was ist in dem schwarzen Bereich. Da können wir aber auch gleich nochmal mit jemandem reingehen. Und ich sollte auch eigentlich mal einen Regenerationsring anziehen. Du hast doch einen. Ja, du regenerierst auch, aber ganz langsam. So, Hexard, du bist ja meine Spezialistin. Also ich finde Hexard, wie ich schon mal gesagt habe, schwierig einzusetzen, je höher levelig sie wird, weil Diebe nicht mehr so viel stärker werden. Aber, es ist sehr angenehm, einen Dieb zu haben, der levelt. Ja. Und einen Dieb zu haben, der ordentlich Diebespunkte hat. Und das ist, ja, das hat sie auf jeden Fall. Da kann man nichts dagegen sagen. Ja, Abil? So, wir machen jetzt noch einmal Schutz vor Bösem. Dann speichere ich das Spiel ganz kurz und dann schauen wir doch mal, wie weit ich hier rein muss, um diese beiden Grander zu töten. Okay, also so bis hier ungefähr. Ne? Weil ich habe ja jetzt den Plan, das Tor zu benutzen. Vertrauen ist etwas für Narren und Tote. Das gucken wir uns nochmal an. Das hat leider keine Range. Ja, das ist richtig schlecht. Weil wenn ich es da zaubere, wo sie auf mich schießen können, dann sterbe ich. Und wenn ich es da zaubere, wo sie es nicht sehen können, wie kriege ich die dann dahin gelockt? Okay, ihr macht mich schwach. Wir gucken mal, wie weit Hexard hier rein kann. Okay, so weit kann Hexard hier rein. Und auch so weit. Ab hier geht's dann den Bach runter irgendwo. Ich werde eurer Stärke folgen. Dann stell dich mal dahin. Mach ein Tor. Schar führt meine Hand. Folgt gesund. Wo ist das Tor? Warum ist nichts passiert? Ja, ernsthaft, warum ist nichts passiert? Okay. Du rennst weg, meine Gute. Zeit auferstanden. Ja. Und wir legen da mal zwei Schädelfallen in den Gang. That's right. No one here but us shadows. Und dann könnt ihr eigentlich auch ein Stück weggehen. Die beiden Schädelfallen sollten da ihre Arbeit machen. Ja, okay, der Todestyrann ist schon mal schwer verletzt. Der Sieg wird unser sein, ihr wisst das. Oh, verdammt noch einmal. Wir werden so sterben. Ich warte. Ausschild? Skelette kommt wieder her, bitte? I will listen,
For now. Dorn kann ich ja... Oh, ich habe irgendwo mein Schild verloren. Wollte ich mit dem Schild gerade, wollte ich Dorn reinschicken. Aber den habe ich ja nicht mehr. Den muss ich noch finden. Das ist natürlich nicht so gut. Na gut. Meine Gedanken werden gestört. Meine Magial Kales. Okay, deine Magie ist verpufft. Kommt her, Magierin. Wir gehen jetzt in den Nahkampf. Mit zwei von denen. Oh nein. Vielleicht gehen wir auch gleich wieder aus dem Nahkampf. Komm, wir gehen wieder aus dem Nahkampf. Solange der auf Viconia schießt, soll mir das recht sein. Wir versuchen mal mit Schädelfallen weiterzuarbeiten. Meine Skelette halten das ja hoffentlich aus. Die Magie ist verpufft. Okay, Emon hat's verkackt. Aber ein Tyrann ist tot. Okay. Yes. Auf geht's. Waddle it simple and surge free. Ja, ja, simple and surge free. Okay, wir haben Fernkämpfer. Fernkämpfer. Mind your tone. Ist was los? Ihr könnt eigentlich alle mal angreifen, würde ich sagen. Jo, mach das doch mal. Was hat er jetzt gemacht? Antimagischer Strahl Nira? Okay, ja, von mir aus. Ach dann. Nee, nicht von mir aus. Warum geht ihr so nah ran? Was ist verkehrt mit euch? Okay, der Todestyrann ist tot. Ach, verdammt. Du hast den Schild, okay. Wir haben gewonnen. Die Betrachter sind alle tot. Ich sag nicht, dass das fair war. Aber es war ein Erlebnis. Ja. Darauf kommt es doch hauptsächlich an, dass wir Spaß haben. So. Ich habe mir hier aber auch noch irgendwo eigentlich eine Schleuder versprochen. Gibt's hier nicht eine Schleuder im Betrachter-Dungeon? Die ich dann noch nicht gefunden habe. Ich war hier dran. Ich war hier oben dran und ich war hier oben dran. Das habe ich alles gelootet. Hier am Eingangsbereich, das da müsste ich auch gelootet haben. Sagt mir, was zu tun. Ich hoffe, das bringt was. Dachte irgendwie sowas wie Alas Drachenbann oder irgendwie so eine plus irgendwas Schleuder würde sich hier irgendwo aufhalten. Oder ist hier irgendwo zu finden. Dem scheint aber jetzt gerade nicht so zu sein. Hier ist auch überhaupt nichts mehr drin. Ja, gut. Aber es hätte alles viel schlimmer sein können. Also wir sind ja schon mit maximaler Vorbereitung reingegangen. Das war ganz gut so. Sonst hätten die uns ganz schön zerlegt. Ja. Na dann kommt. Gehen wir wieder. Zählen den Loot, sobald wir draußen sind. Oh, warte mal, vielleicht hier. Ja, hier. Da ist die Schleuder. Ich wusste doch, weil ich brauche für Brakett noch eine Schleuder. Ich habe einen Punkt in Schleuder gegeben. Ready for anything. Und jetzt bin ich verpflichtet, Schleuder zu benutzen, ja. Mindestens einmal Schleuder sinnvoll zu benutzen. Und das würde ich sagen, das ist mein Plan. Und gegen die Betrachter hätte ich das am Ende eingesetzt, tatsächlich. Weil ich wollte mit Brakett nicht rangehen, um dann am Ende eingekerkert zu werden oder sowas Bescheuertes. Nee, das machen wir nicht. So, wir werfen jetzt erstmal das ganze Zeug der Hexat ins Inventar. Die hat ja, seitdem ich die Kuotoa-Bolzen entsorgt habe, auch ordentlich Platz. Das ist Symbol der Furcht. Nira. Ja, Nira. Von Nira habe ich Angst. Wie kann das haben? Dann haben wir hier das Grünstein-Amulett und die Schleuder. So. Ich habe noch irgendwo einen Regenerationsring. Genau, den ziehen wir Brakett an. Der regeneriert nämlich zu langsam im Moment. Okay, der Schwierigkeitsgrad war noch hoch. Sonst müssten wir das jetzt alles neu machen. Das Auge tun wir weg. Und ansonsten haben wir nichts aufgesammelt, ja? Okay. Die Schleuder von Avoren. Plus 4. Ach du meine Güte. Ja, die ist natürlich gut. ETW-0-Bonus von 4. Das Amulett ist auch sehr, sehr gut. Das werfen wir Viconia rein. Das Amulett ist situationsmäßig gut. Und diese Langschwertklinge ist für mich wertlos. Jetzt überlegen wir mal, wem gebe ich das? Gucken wir erstmal Viconia. Die hat hier 12 bis 15. Danach hat sie
14 bis 17. Und der ATW 0 ging von 1 auf minus 1. Ja. Also es scheint so zu sein, dass der Stärkebonus so oder so dazugezählt wird bei beiden Schleudern. Wenn ich das jetzt Bracket geben würde, dann habe ich ein ETW 0 von 0. Also gut, so viel besser ist das jetzt nicht. Ne? Ich glaube, ich werde das doch Vikonia geben. Die benutzt sie immerhin mal und werde die Schleuder hier einfach in meinem Inventar lassen. Für den Fall der Fälle. So, aber jetzt zu den interessantesten Gegenständen hier. Das Amulett des Zauberschutzes. Das macht einen Rettungswurfbonus gegen Zauber von minus 2. Das ist sehr, sehr gut. Das werde ich wahrscheinlich erstmal Bracket. Nein, das ist Nira. Ins Inventar werfen. Zusammen mit dem Schutzumhang plus 2. Weil da kann ich jetzt eventuell ein bisschen umbauen. Das hier ist das Grünstein-Amulett. Das muss man benutzen, um diese Immunitäten hier zu bekommen. Das hat irgendwie 15 Ladungen anscheinend. Okay, gar nicht mal schlecht. Und wir haben aber alle Amulette an im Moment. Und das hier ist natürlich die Klinge des Ausgleichers, wo wir irgendwie noch den Schwertgriff und auch den Edelstein finden müssen oder auch schon mal gefunden hatten. Ich weiß nicht mehr so genau. Das ist, glaube ich, ein Gegenstand, den habe ich entweder nie oder nur einmal in meinem ganzen Leben zusammengebaut, einfach um es mal gemacht zu haben. Der ist nicht so gut, wie das Handbuch damals versprochen hat. Leider. So, und warum habe ich das Bracket jetzt gegeben hier? Ich wollte gucken, ob ich diese Holzpferdkette loswerden kann. Weil ich habe hier als Umhang im Moment den Umhang der Treffsicherheit. Der gibt einen Bonus auf die Zweithand vom ETW 0. Das ist nicht fürchterlich relevant. Ich kann auch ohne den auskommen. Dann habe ich hier zwar nicht mehr die gleiche Zahl stehen, aber hey, mein ETW 0 ist nicht das Problem. Und damit hätte ich einen Amulett-Slot frei. Und da könnte ich jetzt zum Beispiel meinen Rettungswurf gegen Zauber weiter verbessern. Der ist ja schon ziemlich gut. Aber ich könnte ihn weiter verbessern. Oder ich gebe es Dorn. Und Dorn hat dann auch einen Rettungswurf von 0 gegen Zauber. Und ich kann Dorns Amulett anziehen, was ihn gegen Gift immun macht. Ich weiß nicht genau, warum ich das machen möchte. Weil gegen Zauber einen Rettungswurf zu schaffen, das ist auch oft ja mit Mali verbunden. Also es bringt schon was, das unter 0 auch zu drücken. Und ja, dann würde ich das erstmal so machen vielleicht. Den Umhang, ja, weiß nicht. Den Umhang könnten wir eventuell... Ja, eigentlich brauche ich den dann nicht. Legen wir mal hier in diese Wolfstasche. Das ist ja so meine Tasche für Dinge, die eigentlich nützlich sind. Okay, aber damit haben wir den Betrachter-Dungeon gemacht. Das war eigentlich ganz angenehm. Wir sind nicht gestorben, wir haben sogar noch Skelette übrig. Und das war mal ein gutes Zeichen dafür, wie stark eigentlich projiziertes Ebenbild ist. Das hätten wir sonst nie so schön geschafft. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.